Ja, YouTube, ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Katara Shoujo. Tja, in der letzten Folge bzw. der letzten Aufnahme, da sind wir auf ein Date hier mit Emi gegangen und gerade am Ende des Dates, als wir sie wieder zurück zu ihr ins Wohnheim bringen wollten, den Tag langsam zu Ende gehen lassen wollten, da ist uns aufgefallen, dass sie ein bisschen auf dem linken Bein humpelt und tja, Emi typisch sagt sie wieder, ach, das ist nichts, da ist nur die Prothese ein bisschen verrutscht und so weiter und ansonsten lässt sie sich nichts anmerken. Tja, und wir hatten überlegt, ob wir es dabei belassen oder ob wir nachhaken und auch von den zwei, drei Kommentatoren unterm letzten Video war auf jeden Fall auch die Befürwortung, dass wir nachhaken, selbst auf die Gefahr hin, dass Emi ja dann ein bisschen böse auf uns wird. Aber man könnte es sich nicht verzeihen, wenn man dadurch eventuell die Gesundheit von jemandem gefährdet, wieder besseren Wissens, weil man nicht nachgehakt hat. Also tun wir es. Bist du absolut sicher? Willst du es nicht doch besser justieren, bevor du die Treppe hochgehst? Du könntest dir sonst wehtun, oder? Ich habe gesagt, es ist okay, Isao. Ernsthaft, mach dir keine Sorgen. Ich habe darin immerhin schon etwas Erfahrung. Ja, sicher. Emi grinst beschwichtigend. Ehrlich, Isao, ich freue mich, dass du dir Sorgen machst, aber es geht mir gut. Nun muss ich aber wirklich los. Deine Versuche, mich bei dir zu halten, sind zum Scheitern verurteilt. Natürlich. Ich will wohl einfach nur den Abschied hinauszögern. Ein weiteres Grinsen strahlt über Emis Gesicht. Gute Nacht, Isao. Gute Nacht. Während sie hineinhumpelt, hoffe ich, all ihrer Versicherungen zum Trotz, dass es ihr wirklich gut geht. Ich denke, das geht als ein erfolgreiches erstes Date durch. Verdammt, jeder Tag, der damit endet, dass Emi unter einem Baum auf mir sitzt und mich küsst, ist ein guter Tag, oder? Ich gehe zurück auf mein Zimmer und danke allen Göttern, dass Kenji mich nicht im Flur überfällt und beginne mit meinen Hausaufgaben. Tja, da bin ich mir dann jetzt nicht ganz so sicher, was der Unterschied zwischen beiden Auswahlsachen gemacht hätte. Außer, dass wir jetzt unerwarteterweise doch Pluspunkte dafür gesammelt haben, dass wir uns Sorgen um sie gemacht haben. Was wir im anderen Falle nicht gemacht hätten. Ich weiß es nicht. Es ist viel zu früh am Morgen für meinen Geschmack. Dass ich heute Nacht kaum geschlafen habe, macht es auch nicht besser. Es schwirrten einfach zu viele Gedanken in meinem Kopf herum. Ich konnte keine Ruhe finden. Stattdessen habe ich die Szenen auf dem Dach, im Park und alles andere wieder und wieder vor meinem geistigen Auge ablaufen lassen. Irgendwo in meinem Hinterkopf ist immer noch die Furcht, dass das alles nur irgendein Scherz gewesen sein könnte. Dass ich Emi am Sportplatz treffe und sie so tut, als sei gestern nichts gewesen. Ich verdränge diese Gedanken, schmeiße mich in meine Trainingsklamotten und öffne die Tür. Emi wartet mit ihrem gewohnten Lächeln auf mich. Du bist zu spät. Oder zumindest bist du heute nicht zu früh. Bist du etwa müde? Ich kratze mich verlegen am Hinterkopf. Sowas in der Richtung, ja. Viel zum Nachdenken gehabt und so. Emi kichert über meine leichte Untertreibung. Naja, ich habe auch nicht so gut geschlafen. Um ehrlich zu sein, war ich froh, dass du nicht zu früh warst, weil ich auch nicht zu früh da war. Ich frage mich, ob wir aus den gleichen Gründen nicht schlafen konnten. Die Erinnerung an ihr weinendes Gesicht kommt in mir auf. Was hat dich wachgehalten? Emis Grinsen verschwindet, aber sie bemerkt meinen neugierigen Blick und zwingt sich zu einem Lächeln. Nichts Wichtiges. Es ist offensichtlich, dass sie mir etwas verschweigt. Die Frage ist, sollte ich nachhaken? Es ist klar, dass irgendetwas sie länger bedrückt, schon länger bedrückt. Ich will ihr helfen, aber würde das nicht einfach nur als aufdringlich rüberkommen? Ich muss ihr aber zeigen, dass sie mir wichtig ist. Könnte sein, dass an dieser Stelle vielleicht was anderes passiert wäre, wenn wir in der vorherigen Entscheidung es haben gut sein lassen. Und das wäre jetzt eher so die Route, dass wir haken immer nach, wenn sie uns etwas verschweigt und wollen ihr ein bisschen auf die Pelle rücken. Sozusagen auf den Pfad jetzt gestiegen sind. Bist du sicher? Wenn dich etwas bedrückt, bin ich da, um dir zu helfen, das Problem zu lösen. Emi lacht aber. Es ist nicht ihr gewöhnliches Lachen. Es ist irgendwie scharf,
fast schon bitter. Das Problem zu lösen? Ich glaube nicht, dass man das lösen kann, Hisao. Ein beinahe Grinsen spielt um ihre Lippen. Es sieht aus, als hätte sie resigniert. Ich glaube eh nicht, dass du mir helfen könntest. Das tut weh. Ich will dir gegenüber nicht sagen, dass es weh tut, aber es ist so. Merkt sie denn nicht, dass ich für sie da sein will? Naja, ich werde dich nicht unter Druck setzen. Aber ich bin für dich da, wenn du später entscheidest, dass du darüber reden möchtest. Vielleicht hilft es ja doch. Ich sehe, wie es hinter Imis Stirn arbeitet. Es scheint, als ob sie es mir erzählen will, sich aber nicht sicher ist, ob sie es kann. Hey, vergiss es einfach erst einmal, okay? Wir haben noch unser Training vor uns. Sobald ich das Training erwähne, findet Emi zu ihrer normalen Persönlichkeit zurück. Das ist etwas, mit dem sie umgehen kann. Genau. Beeil dich mit dem Aufwärmen, Hisao. Wir müssen langsam mal anfangen. Sie läuft los wie ein geölter Blitz. Viel schneller, als ich es von ihr gewohnt bin. Was kein gutes Zeichen ist. Und trotzdem muss ich mit ihr Schritt halten und gehe wieder einmal unvorsichtigerweise an meine Grenzen. Irgendwie fühlt sich das befreiend an, als ob mein Herz nicht mehr so wichtig wäre. Ich will laut lachen. Es ist, als ob ich über mich selbst hinauswachsen würde. Schwesters Warnung, es nicht zu übertreiben, kommen mir in den Sinn, aber ich ignoriere sie. Du bist auch nicht viel besser. Oh Mann. Dieses Gefühl, diese Bereitschaft, einen Herzanfall für so etwas Triviales wie ein Morgentraining zu riskieren, ist gar nicht typisch für mich. Oder etwa doch? Oder besser, sollte es das sein? Klar, ich habe ein schwaches Herz. Ich werde nie so schnell oder so ausdauernd sein wie Emi. Wahrscheinlich würde ich so gut nicht einmal mit einem gesunden Herz werden. Als wir um die letzte Kurve laufen, spüre ich, wie meine Beine lauthals protestieren, aber ich ignoriere sie. Ich beschleunige und beende den Lauf mit einem Sprint, bei dem ich sogar fast Emi einhole. Soweit wäre es natürlich nie gekommen. Trotzdem fühle ich mich erstaunlich gut. Ja, meine Beine fühlen sich an, als würden sie jeden Moment in Flammen aufgehen, und ich kann mich kaum aufrecht halten. Aber irgendetwas hat sich heute verändert. Und das verdanke ich alles dem Mädchen, das mich grinsend an der Ziellinie erwartet. Ich glaube, das war etwas schneller als sonst. Meine Bemerkung wird mit einem Grinsen und einem Schulterzucken quittiert. Sonst denkst du noch, ich würde dich von nun an schonen, oder? Aber du bist gut mitgekommen. Naja, ich hätte es nicht ohne dich geschafft. Immer noch euphorisch von dem Lauf und erfüllt von Dankbarkeit, nehme ich Emi in den Arm. Danke. Wirklich, ich sage das nicht einfach so. Ich stehe in deiner Schuld. Emi scheint ein wenig verlegen zu sein und zappelt nervös. Das sei nicht albern, Hisao. Irgendjemand musste dich doch da rausholen, oder? Und es ist ja nicht so, als würdest du nichts für mich tun, stimmt's? Ich brauche da einen Trainingspartner, weißt du noch? Ich schüttle meinen Kopf, ohne Emi loszulassen. Sie hört auf zu zappeln und schaut nur noch mit einem erröteten Gesicht zu mir auf. Das ist fast schon untypisch für sie. Nein, das ist nicht wahr. Du wolltest einen Trainingspartner, aber du hättest keinen gebraucht. Wenn ich am Tag nach dem Schulfest nicht hier aufgetaucht wäre, wärst du trotzdem gelaufen, oder? Aber andersherum wäre es nicht so gewesen. Vor dem Schulfest habe ich mich nur ein paar Mal hier hinausgequält. Und ohne dich hätte ich vermutlich danach gar nichts mehr getan. Emi lächelt mich an und stupst mit dem Finger gegen meine Brust. Du bist einfach ziemlich faul, Hisao. Hey, ich habe dir gerade ein Kompliment gemacht. Naja, dann keine Ursache. Irgendwie werde ich mich bei dir revanchieren. Oh, naja. Du weißt, dass das nicht nötig ist. Ich meine, ich mag dich irgendwie, Hisao. Und morgens mit dir laufen zu können, ist auch nicht gerade etwas, was ich als Last empfinden würde, also... Für jemanden, der so oft gelobt wird, scheint sie Dankbarkeit kaum gewöhnt zu sein. Mir fällt nichts weiter ein und wir verstummen. Ich fühle, wie Emi atmet. Ihre feuchte Kleidung,
ihr Geruch. Bei jedem anderen würde es stinken. Zu Emi passt es wie nichts anderes. Ihre Haut ist kühl, schweißnass und sie schaudert leicht in dem kühlen Wind. Fast ohne zu überlegen, beuge ich mich hinab zu Emis Mund, der sich bereits auf meinen eigenen zubewegt. Ihre Lippen sind weich und sie summt fröhlich vor sich hin, als wir uns küssen, was Vibrationen von ihrem Mund auf meinen überträgt. Alles in diesem Augenblick fühlt sich so richtig an. Wir passen perfekt zueinander. Der Kuss endet und ich lasse meine Arme sinken. Emi lächelt mich warm an und kichert wieder. Komm schon, Isao. Wir sollten besser zur Schwester gehen. Dann passiert es. Als sie sich umdreht, um loszugehen, stößt sie einen kurzen Schrei aus und stolpert vornüber. Emi! Ich springe vorwärts, um sie zu stützen und stelle besorgt fest, dass sie dasselbe Bein schont wie gestern Abend. Dein Bein! Emi scheint in Panik zu geraten und stößt mich von sich. Es ist okay! Sie muss in meinem Gesicht gelesen haben, wie mich ihre Reaktion verletzt hat, denn sie entschuldigt sich sofort. Tut mir leid, tut mir leid. Ich wollte dich nicht wegstoßen. Ich war nur... Sie sucht nach Worten. Es war nichts, wirklich. Hey, ist schon in Ordnung. Sie ist so verstört, dass ich beschließe, das Thema zu wechseln. Aber ich habe dieses kalte Gefühl in der Magengrube, das einfach nicht weggehen will. Ich habe versucht, ihr zu helfen und sie hat mich weggestoßen. Ich schiebe diesen Gedanken beiseite, lächle und konzentriere mich auf Emi. Ich will nur nicht, dass du dich verletzt, das ist alles. Du musst dir keine Sorgen um mich machen, ehrlich. Es geht mir gut. Ja, das sagst du zwar, aber ich glaube dir nicht. Warum sagst du mir nicht, was los ist? Es ist, als ob meine Versuche, ihr zu helfen, sie verärgern. Was soll ich davon halten? Ich versuche immer noch, mir darüber klar zu werden, was eigentlich passiert ist, als wir vor Schwesters Büro ankommen. Emi hebt ihre Hand zum Klopfen. Dann zögert sie und dreht sich mit einem schuldbewussten Lächeln zu mir um. Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Nein, ich werde Schwester nicht verschweigen, zu erzählen, was gerade auf dem Sportplatz passiert ist, auch wenn du mich jetzt darum bittest. Oder zumindest hoffe ich, dass ich dann die Auswahl habe, bei Schwester die Wahrheit zu sagen, auch wenn du mich jetzt darum bitten solltest. Natürlich. Kannst du Schwester sagen, dass ich später bei ihm vorbeischaue? Was eine noch viel schlechtere Idee ist, als das, was ich gerade gedacht hätte. Mir ist gerade eingefallen, dass ich noch ein paar Sachen vor dem Unterricht zu erledigen habe. Ich muss mich wirklich beeilen. Ich schaue sie forschend an und sie windet sich unter meinem Blick. Ja, sie will offensichtlich nur Schwester aus dem Weg gehen. Ihr Bein. Wie auch immer, ich habe gesagt, dass ich ihr helfe, also werde ich das auch tun. Aber ich werde dafür sorgen, dass sie heute noch bei Schwester vorbeischaut. Ja, okay, ich sage ihm Bescheid. Wenn du ihr wirklich hättest helfen wollen, im ehrlichsten Sinne des Wortes, dann hättest du jetzt von dir aus sofort an die Tür geklopft und gerufen, dass Emi hier ist. Und sie damit in eine schwierige Situation gebracht, dass sie schnell hätte weglaufen müssen oder keine Ahnung was auch. Das wäre dann vielleicht auch wieder nicht gut fürs Bein gewesen, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, sie irgendwie festzuhalten und gleichzeitig an die Tür zu klopfen. Ja, okay, ich sage ihm Bescheid. Emi sieht aus, als hätte ich ihr gerade einen Pony zu Weihnachten geschenkt. Vielen Dank. Du bist der Beste, Isao. Meine Belohnung für meine Beteiligung an ihrer Lüge ist ein Kuss und allein das ist es wert. Zumindest rede ich mir das ein. Während Emi zum Ausgang läuft und versucht, sich ihr Humpel nicht anmerken zu lassen, klopfe ich an Schwesters Tür. Ah, Isao, komm rein. Emi ist ja heute gar nicht bei dir. Sie ist doch nicht schon wieder krank, oder? Seinem Tonfall nach zu urteilen, glaubt er nicht wirklich an diese Möglichkeit. Sie sagte, dass sie noch etwas erledigen muss und dass sie deshalb nicht kommen kann, aber sie wird später vorbeikommen. Schwester seufzt verärgert. Also wirklich, dieses Mädchen. Hä? Sie geht mir aus dem Weg.
Als sie gestern hier war, war sie so schnell weg, dass sie nicht mal ihre Prothesen abgenommen hat. Und jetzt das. Naja, zumindest bin ich nicht der Einzige, dem Emi keine Sorgen machen will. Das ist ein Trost. Vielleicht. Dennoch habe ich das Gefühl, ich sollte etwas wegen ihres Beines sagen. Ich habe zwar gesagt, dass ich für sie lügen würde, aber er muss sich das wirklich ansehen. Jetzt, wo sie es erwähnen, sie hat heute ziemlich schlimm gehumpelt. Und gestern Abend auch. Bei den Worten, gestern Abend liegt sich Schwesters Stirn in Falten. Und was genau habt ihr beide gestern Abend gemacht? Wir waren zusammen aus. Schwester hebt seine Augenbraue, als würde ihn das überraschen. Wirklich? Interessant. Hä? Ach, nichts. Er schaut mich nachdenklich an, dann grinst er. Glaubst du, du könntest deinen Einfluss als ihr Freund spielen lassen, um sie dazu zu bringen, heute noch zu mir zu kommen? Natürlich. Das hatte ich sowieso vor. Ich glaube, sie ist wirklich verletzt und tut nur so, als wäre alles in Ordnung. Ja, das tut sie manchmal. Sie hat Angst, dass ich ihr das Laufen verbiete. Werden sie das tun? Nur ungern. Aber wenn es so schlimm ist, dass sie humpelt, dann... Ich muss einfach selbst sehen, was los ist, bevor ich das entscheiden kann. Ach so. Emi, das Laufen verbieten. Unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie sie das überstehen sollte. Kein Wunder, dass sie nicht zugeben will, dass sie verletzt ist. Naja, aber lieber eine zeitweilige Verletzung oder Entzündung hinnehmen und schnell behandeln, um wieder gesund werden und dafür eine Woche oder zwei Wochen nicht laufen können in Kauf nehmen, als es zu verbergen, zu riskieren, dass Entzündungen und Verletzungen schlimmer werden und vielleicht dann zeitlebens einen nicht mehr laufen lassen. Aber das ist natürlich Entscheidungen, die man, gerade wenn man ein Sturkopf ist, einen gewissen Stolz hat, sich was nicht eingestehen will und wenn man noch jung ist, klinge ich jetzt schon wieder wie ein alter Sack, wenn man noch jung ist, aber ich werde ja schon bald 29. Auf jeden Fall in einem Alter, wo man sich das dann nicht eingestehen will oder die Vernunft dann oftmals nicht siegen kann. Naja, ich sorge dafür, dass sie herkommt. Gut. Ach, und bevor ich es vergesse. Er grinst mich wieder auf seine leicht bedrohliche Weise an. Vergiss nicht, dass ich weiß, welche Medikamente du nimmst. Sei vorsichtig mit Emi, verstanden? Heißt das jetzt, unsere Medikamente haben eventuell Einfluss auf unser Sexualverhalten oder so? Dass wenn wir etwas höheren Blutdruck im Sinne von sexuellen Austausch und so weiter haben, dass das dann eventuell schlecht für unser Herz sein könnte oder so? Ich weiß es nicht. Wie er jetzt die Medikamente mit Emi in Verbindung bringt. Wahrscheinlich mit Nebenwirkungen und so weiter. Naja, egal. Wow, nun sieht er sogar ernst aus. So ernst finde ich sein Gesicht jetzt nicht, aber naja. Verstanden. Emi nicht verletzen. Würde mir nicht im Traum einfallen. Großartig. Okay, jetzt will ich dann nochmal ganz kurz gucken. Ah, okay. Er hat sich nicht um Sorgen um mich gemacht. Das sollte eine Drohung an uns sein. Ich weiß. Das ist sozusagen nach dem Motto, ich weiß, wo dein Auto steht. So nach dem Motto, ich weiß, welche Medikamente du nimmst. Dass er sozusagen als Drohmittel für uns benutzen will, dass wir ja, gut uns um Emi kümmern. Großartig. Wir wollen doch nicht, dass du etwas segnest. Vor allem nicht das Zeitliche. Hä? Schon gar nicht das Zeitliche? Ja. Er runzelt unzufrieden die Stirn. Hörte sich in meinem Kopf besser an. Ja, ich fand ihn auch nicht so gut. Naja, jedenfalls. Raus hier, bevor du deine erste Stunde verpasst. Ich bin mir sicher, dass du viel zu tun hast. Hopp! Als ich das Büro verlasse, sehe ich, wie Schwester sein Handy herausholt und eine Nummer wählt. Meiko, dein Gehör von einer Tochter macht mal wieder. Ich sollte besser zurück auf mein Zimmer gehen, sonst komme ich wirklich noch zu spät. Moment mal, hätte er nicht eigentlich meinen Puls prüfen sollen? Macht sich momentan wahrscheinlich auch mehr Sorgen um Emi. Und hat bei uns gesehen, dass es uns topfit geht, wer weiß. Die Schulglocke läutet zur Mittagspause und ich raffe mich aus meinem Halbschlaf auf, indem ich während des ersten Vormittags, welchen ersten Vormittag, es gibt nur einen Vormittag, während des Vormittags versunken bin. Ich bin ein wenig erschöpft
wegen meines Schlafmangels letzte Nacht und des erhöhten Tempos bei meinem Lauf heute Morgen. Trotzdem nehme ich auf dem Weg zum Dach mehrere Stufen auf einmal. Das ist jetzt so ein aufregendes Gefühl, zusätzlich zu der Vorfreude auf ein Mittagessen mit Freunden. Klar sind Amy und Lynn immer noch meine Freunde, aber Amy ist nun mehr als das. Lynn ist zurück an ihrem üblichen Platz auf dem Dach, als wäre sie nie fort gewesen.